des Turmes höchster Spitze schaue ich in die Welt herein, schaue auf erhabenem Sitze in das Treiben der Parteien. Menschentun ist ein verkehrtes, Menschentun ist Ach und Krach. Im Bewusstsein eines Wertes sitzt der Kater auf dem Dach. Er ist schlau, eigenwillig und sein samtschwarzes Fell mit dem buschigen Katzenschweif zeugt von edler Abstammung. Als stolze Schlosskatze begleitet Hedi Geigei die Handlung des Versepos Der Trompeter von Säckingen und wird mit und durch das Buch im 19. Jahrhundert international bekannt. Wie heute war auch damals eine fiktive sprechende Katze nichts Neues für die Leserinnen und Leser belletristischer Literatur. Knapp 40 Jahre zuvor war das ebenfalls sehr berühmte Volksmärchen des gestiefelten Katers der Brüder Grimm erschienen. Auch der Spiegel das Kätzchen von Gottfried Keller und vor allem der Kater Murr von E.T.A. Hoffmann können als ein Modell für alle denkenden und philosophierenden Katzen in der Literatur gesehen und zu den literarischen Vorfahren Hedi Geigeis gezählt werden. Joseph Victor von Scheffel trifft wenige Monate, bevor er sich zum Schreiben seines Versepos Der Trompeter von Säckingen entschließt, im badischen Bruchsal beim befreundeten Hofgerichtsrat Preuschen auf dessen Kater Hedi Geigei. Diese reale Katze soll Pate gestanden haben für den schwarzen Kater seines Buches. Als zartes Relikt aus einer für den jungen Scheffel nicht sehr leichten Zeit blickt dann auch der anmutige Hedi Geigei mit bedächtigem Blick auf die Geschehnisse seiner Geschichte. Als junges Kätzchen kommt er aus Paris nach Säckingen und schleicht seitdem würdevoll durch Saal und Garten. Doch wenn über Dach und Giebel leise kletternd er verwegen auszog auf die Mäusejagd, wenn geheimnisvoll im Mondlicht seine grünen Augen blitzten, dann vor allem groß, dann wahrhaft imposant war Hedi Geigei. Wahrhaft mutig ist auch Hedi Geigeis wachsamer Blick und sein heldenhaftes Alarmschlagen, das die Rettung des angegriffenen Schlosses rechtzeitig möglich macht und somit auch die Liebesgeschichte in die nötige Richtung wendet. Für den Kater unerklärlich bleibt dennoch: Warum küssen sich die Menschen? Dass Joseph Victor von Scheffel den Kater Hedi Geigei nicht nur zum wachsamen, katzentypischen Beobachter, sondern auch zum philosophischen Kommentator seiner Geschichte macht, gefällt der Leserschaft von damals sehr. Mit der ersten großen Welle der Bekanntheit entstehen vielerorts Hinweise auf eine lebendige Hedi Geigei-Begeisterung. Auf der italienischen Insel Capri, wo Scheffel 1853 das Versepos schreibt, eröffnet rund 30 Jahre später das Lokal Zum Kater Hedi Geigei. Dieser Tage ist der Kater vor allem in Bad Säckingen allgegenwärtig und beobachtet von vielerlei Stelle aus auch heute noch das Treiben der Stadt.